Und willkommen bei Home Alone auf dem Game Boy. Willkommen zurück in Part 2. Am selben Tag. Wow. Das ist wie Weihnachten. Unglaublich. War hier noch was hinter dem T-Shirt? Nein. Gut, sieht mir nicht mehr nach dem Fußballtrikot aus. Schaut doch mal, wie schön dieser neue Flügel hier aussieht. Ist doch unglaublich, was die sich haben alles einflassen in diesem Haus. Ja, Auto. So, und um den dicken Typen hier können wir uns gleich kümmern. Wir bleiben nicht praktisch unter uns stehen und über uns ist ein Eimer und die können wir einfach runterwerfen. Da geht da alles ab. Ich möchte nur noch mal dahin zurück, wo er herkam. Denn hier, nee, nichts mehr, okay. Ich meinte mich daran zu erinnern können, dass da doch irgendwas hinter ihm war. Gut, da ist nichts mehr. Das Auto nehmen wir mit. Und dann geht's zum Wäscheschacht, der gleich hier ist, wie praktisch. Ihr seht, in Level 2 sind es schon 7 Stück, die wir tragen können. Also 7 Sachen. Pizza zählt nicht. Was die alle alles haben, ne? Große Billardtisch. Die McAllister sind reich. Beziehungsweise die Person, der das Haus gehört. Das ist ja Onkel Frank, oder? Wenn ich mich da irre, sag mir das bitte. Was haben wir hier? Ein Stück eine Pizza hinten dran hier und. Oh Gott, die Stelle. Vorsichtig sein. Ach, immer. Jedes Mal. Da geh ich jedes Mal auf. Der Sprung ist aber auch blöd. Ich werfe das Zeug mal da hinein. Haha, gekonnt. Ich gebe zu, ich habe es vorher schon mal gespielt. Vor Jahren. Also manche Sachen erinnert man sich dann noch und ja. Aber auch nicht an alles. Gerade in späteren Leveln gibt es noch einiges zu tun. Ah, Gott, du. Verdammter. Jetzt müssen wir etwas vorsichtig sein. Ich will kein Leben verlieren. Ah. Sondern ich runterkomme, ist auch keine Gefahr für uns. So können wir gerne da oben bleiben. Pizza. Gut. Dann gehen wir mal kurz nach oben. Sollte ja. Ah, Pizza. Schon mal gut. Ah, nee, der Schacht für die Wäsche. Wo war denn der jetzt? Wieder runter. Die lassen wir noch über da oben. Der stört uns nicht. Kommt uns doch nicht in die Quere. Oh, dieser Weg. Ich war hier drin, ne? Ja. Schaut immer besser zweimal oder dreimal nach, wo ihr auch wirklich drin wart oder nicht. Hier waren wir auch. Genau. Man kann nämlich ganz schnell die Übersicht verlieren, was das Haus angeht. Sehr schnell. Oh, ein Hitpoint. Sehr gut. Ist noch ein Ball versteckt. Oben ist gar nichts. Überraschend. Na ja, gut. Gehen wir hoch. Uiuiui. Ui, ui. Treppen, 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 Treppen. So.
wirke ist, das Thema ist eingezogen, wie es aussieht. Zumindest ist es noch nicht ausgepackt. Da ist noch Pizza und da ist noch ein Auto. Und ein weiteres Extra-Leben. Sehr schön. Die kann ich alle gebrauchen. Sehr gut sogar. Auch praktisch hier. Der Kopf ist keine Hitbox. Da treffen uns die Typen also nicht. Na, hier noch irgendwo. Ich gehe mal da rein. Der wirft seinen Hut, dann wieder zurückkommt. Ah, das war blöd. Was mache ich denn für einen Stuss? Ich könnte mal so einen Hitpoint gebrauchen. Ja, wo kommt denn jetzt her? Das Zeug da hinein. Und hier rein. Eine Kante vom Bett springen, das müsste den Arklauf gedrückt halten. Ansonsten konnte mich nicht alles Ding rein. So, ich brauche noch mindestens zwei Schätze, um das Level abschließen zu können, ne? Siehst du ja. Bitte sei es nicht rechts von mir. Ball bereit. Aha, Gott, da ist er. Fünf Bälle für den Großen. Wow. Ist ja schon hardcore. Wo kommt der jetzt her? Ah, verdammt. Ah! Shit. Riskieren wir es? Ich riskiere es. Hui. Wow. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen, dass noch was war. So, drei Schätze haben wir hier. Und hier war immer noch ein Auto. Kriegt man ein Stück Pizza oder sowas? Ah, da oben war noch ein Hitpoint versteckt. Das ist schön. Das lobe ich mir. Ach, verdammt. Ich habe ein Problem. Gerade so durch. Pizza, gut. So. Jetzt komme ich hier mit sauberen Sprüngen rüber. Oh nein, ich bin abgerutscht, Na gut. War die eben noch ein zweiter von den Großen da? Hm. Na gut. Dann folge du mir mal. Get me if you can. Da war nichts mehr. Da kommt der andere. Ich hab's doch gewusst, dass er noch da war. Das Ding sieht eigentlich mehr aus wie eine Wasserpistole. Kriegst du mich nicht? Ich würde es mir gefallen, dass man mit solchen Fallen einfach mal liegen könnte. Ah, Gott! Bullshit. Das war nur wirklich Bullshit. Ah, noch einer. Sieh, hier bitte noch halt zum Keller kommen. Gut. Hinein. Wahrscheinlich wird es diesen einen Hit, den ich noch habe, verlieren. Und das erste Leben einbüßen. Bitte nicht. Oh Gott, ja, hier Ratten. Ja, natürlich. Zum Glück hat man hier... Das war knapp. Du hattest deutlich einfacher als der den Spinnen Level 1. Was haben wir denn hier jetzt? Eine große Ratte. Die sich noch unwillkürlich als die Spinne bewegt.
Na? Komm, Ratti. Ratti, Ratti. Na, hau ab. Komm. Ach komm, selber treffen sollen. Gut, einer noch. Na. Noch einer. Gut. Huhuhu. In die Luft. Und das war Level 2. Yay. Gott sei Dank. Hätte ich mich eben nicht dumm angestellt bei den ersten Ratten, hätte ich auch noch ein Leben mehr. Tja. Remember the name. Mhm. He's the best I've ever seen and... Wow! The Electronics Wing. Was haben die alles, ey? Schon der dritte Flügel im Haus. Gut. Das ist Level 3. Die wirst du dann später ansehen. In einer Stunde. Schon wieder.